Ja, ja, euch wird das Lachen vergehen, ihr kleinen, miesen Punks hier. Na, Schnauze aufreißen und dann erstmal schön platt gemacht werden. Oh Gott. Okay, das ist jetzt echt easy. Ich einfach alle nur... Oh, neuer Teufelsjäger, eine Trophäe erhalten. Ich jetzt einfach hier nur rasiere. Ja, echt, ey, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich rasiere euch. Ja. Bevor ihr es kapiert, werdet ihr rasiert. Na komm her hier. So. Ist mal alle fertig gemacht. Die roten Kugeln eingesammelt. Und dann. So. Jetzt brauchen wir nur noch eine. Genau, es ist nur noch ein Platz frei. Und wer hätte es gedacht? Wir brauchen natürlich noch eine Kreiselklinge. Ja, darauf muss man erstmal kommen hier. So, wo kriegen wir die jetzt her? Na, hier anscheinend nicht. So, von da kommen wir. Hm. So, nochmal kurz alles zerlegen. So, woher bekommen wir jetzt hier die letzte Kreiselklinge? Habe ich diese Tür da vorne schon mal benutzt? Die hier. Das weiß ich nicht. Deswegen müssen wir es mal ausprobieren. Na, hier geht's zurück zur Festhalle. Und hier wäre noch eine Kreiselklinge. Aber die bekommst du ja jetzt auch unmöglich dahin. Das Ding kommt doch bestimmt hier runterschlagen, oder? Hm. Na, wir schauen uns mal in diesen Räumlichkeiten da nochmal um. So, also irgendwie. Oder habe ich jetzt hier einen übersehen? Nee. Doch, wir können die vom Feuer nochmal zurückholen, bestimmt, oder? Aber wie kriegen wir die Kinder ja nicht durch die Türen durch? Hier muss irgendwo noch eine Kreiselklinge sein. Ah, guck mal da vorne. Ah ja, ich sehe schon. Also wir brauchen hier nochmal eine, weil wir müssten da hinten da Dinge aufmachen. Weil dahinter ist nämlich auch noch eine Kreiselklinge. Dazu benötigen wir aber eine Kreiselklinge. Also man sieht, das Spiel kostet diesen Mechanismus hier richtig aus. Aber ich mag das. Wie gesagt, das war halt damals so. Heute auch in den neueren, also im neuen Devil May Cry, gibt es halt auch noch so kleine Mini-Rätsel, aber das sind halt meistens nur so Sprungrätsel. Aber das war halt damals auch ein bisschen Puzzeln. Das war auch so ein Steckenpferd von Capcom gewesen. Ich meine, man muss ja mit dazu sagen, dass Devil May Cry, das wissen ja nicht viele, war ursprünglich mal als Resident Evil geplant. Doch anstatt wie bei Battlefield Hardline einfach irgendeinen Scheiß unter einem anderen Namen, also unter dem Namen einer bekannten Spieleserie zu verkaufen, hat man dann irgendwann gedacht, also die ganzen Ideen, die wir haben, sind zwar alle geil, aber passen nicht zu Resident Evil. Und da ist dann im Affekt, ist dann daraus Devil May Cry geworden. Sonst wäre das Ganze wahrscheinlich als Resident Evil Devil geendet oder so. Und das finde ich halt geil, dass man damals daraus eine eigene Serie gemacht hat. Man hat noch den Mut gehabt dazu. Hat man ja heute gar nicht mehr. Nur heute ist ja... Heute gibt's ja da... Hat man ja nicht mehr so viel Mut. So, ich will mal beide gleichzeitig nach vorne bringen. Und tschüss! Haha! Also so geil. Ne, aktivieren. Und dann mit den Klingen nach vorne schicken. Und jetzt sammeln wir hier einfach nur ein.
Ah, wie geil ist das denn, ey? Wuhuhu! Ich grabe mich durch die Gegnermengen. Und tschüss! Okay, also mir macht das jetzt schon Spaß. Ja, also wie gesagt, und deswegen, also, das war halt auch so ein Steckenpferd von Capcom, dass halt solche Puzzles in den Spielen drin waren. So. Ich will dich aber eigentlich mehr da hinten drin haben. So, du kommst jetzt eigentlich nicht mehr mit hier so rein. Ja, ich weiß, da ist noch ein Platz frei. So. Den letzten Dämon hier noch umgenietet. Und jetzt können wir nämlich hier weitermachen. Und auf die Reise mit dir. Oha, wo ist das Ding jetzt eigentlich hingelandet? Na gut, das geht noch. Dann kriegen wir es leicht weg. So, und jetzt? Weg mit dem Grabesstein. Und hallo, grüne Kugel. Genau, für die grüne Kugel haben wir das alles gemacht. Nein, es geht natürlich hier, diese Tür zu durchschreiten. Und dahinter lauert etwas. Der zentrale Innenhof. Schaut mal da, Pedodämonen. Oh Gott, die ferkeln ja. Diese Säue. Okay, ganz typisch japanisch. Deswegen hauen wir einfach mal drauf. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ein fieser Dämon. Igitt! Oh Gott, Tentakelmonster greift an. Okay, und Angriff. Okay, ich sollte etwas früher ausweichen. Ungefähr so. Und jetzt gibt's ordentlich auf die Zunge, du Riesenbaby. So, was hast du jetzt vor? Oh Gott. Das Monster macht es hier mal ordentlich dunkel und ist auch wieder verschwunden. Ah, wieder seine kleinen Mini-Babys hier dabei. Seine kleinen Pedo-Monsters. Ah, die müssen wir jetzt wieder hier K.O. schlagen. Oh nein! Haha! Oh, wer ist jetzt ein Krötenfilet? Zerleg, du mieses, dreckiges Monster!
schon mal. Never. You bitch. That's exactly what I think. My brothers will come here. Come on, it's just nasty. Wait, did he say brothers? Uh-oh. That's fair. Now I've got to fight a whole herd of these things. Sorry, pal. We're closed. Rosalka Leichnam, Teil eines baumelnden Fühlers, den der Dämon Bael genutzt hat. Wer ihn aufnimmt, findet eine neue Quelle der Kraft. Ja, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt, würde ich mal sagen. So, jetzt gibt es noch ordentlich hier rote Kugeln für uns. Und hier irgendwo sollte es dann jetzt auch weitergehen. Also die Bosskämpfe sind schon ziemlich cool gemacht in dem Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Dafür ist meine Wegfindung gerade mal so ziemlich für den Arsch. Aber ich glaube, der richtige Durchgang, der ist hier. So, und damit hätten wir auch diese Mission erfüllt. CAB Cap. Und es gibt wieder einen B-Rang für uns. Und es gibt für uns auch wieder ein paar Stolzkugeln. So, jetzt machen wir erstmal weiter. Die nächste Mission. Genau, so. Jetzt kommt nämlich... Trisagion, holen Sie sich den Flügel-Talisman. So, bevor wir mit der nächsten Mission starten, gibt es aber erstmal Power-Ups, nämlich wir werten auf. Und zwar, was werten wir auf? Devilbringer, also unseren Arm, können wir diesmal ein bisschen die Reichweite erhöhen, den Snatch. Ja, ich glaube, das ist eigentlich genau das, oder? Gut, wir können jetzt halt doch hier ein paar Sachen noch mit hinzupacken, wie den Roulette-Spin in der Luft. Können wir auch noch mit dazupacken. So, jetzt können wir dann noch bei Blue Rose, genau, das war der aufgeladene Schuss, den könnten wir auch noch verbessern. Oder den Devilbringer, die Reichweite. Ich will mal die Reichweite mal nehmen, weil das einfach etwas ist, was wir bisher völlig vernachlässigt haben. Dann haben wir noch 32.000 rote Kugeln. Das heißt, wir können jetzt mal zum Beispiel... Nein! Ah, nichts zurücksetzen. Ein paar Objekte kaufen. Und zwar kaufen wir uns eigentlich nichts. Eine goldene Kugel. Verlorene Seelen retten. Die maximale Lebenskraft einer Person erhöhen. Ja, können wir mal ein bisschen machen. Ein bisschen Lebenskraft nach oben setzen, damit wir hier auch mal ein bisschen was ausgeben. Weihwasser. Es fügt Dämonen in der Nähe schweren Schaden zu. Ne? Klingt auch nicht schlecht, aber ob ich das jetzt wirklich brauche, ich weiß es ja nicht. Ja, okay. Gut, dann würde ich mal sagen, ihr lieben Leute, wir machen ein kleines Päuschen und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge von Let's Play Devil May Cry 4 Special Edition. Bis dahin, gehabt euch wohl und viel Spaß. Euer Hyuga.